Ja, hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier sind wieder die Barbara, der Frank von Up & Down Vanlife. Die Bilder von der Anfahrt habt ihr gesehen. Wir sind jetzt heute von, wo waren wir eigentlich? Lass mal kurz überlegen. Ja. Camping Otto. Genau. Wo wir gestern Cascada de Sorasal gemacht haben. Sind wir heute Morgen losgefahren, 120 Kilometer nach Alcazar, und wir sind hier auf dem Campingplatz Alcazar. Ja, wir sind über Ainsa gefahren. Über Ainsa, genau. Und wollten ursprünglich auch noch zu diesem Stausee, wo so eine Kirche rausragt. Nur, wir haben auch den Weg gefunden, gar kein Problem, aber dann stand da Einfahrt verboten und Durchfahrt verboten, und dann haben wir gesagt, nee, komm, lassen wir lieber. Ist es irgendwie nicht wert, und dann sind wir direkt weiter nach Alcazar gefahren, ne? Genau. Alcazar, genau. Ja. Und zwar deswegen, weil hier gibt es eine fantastische Wanderung, die wir schon gemacht haben übrigens. Deswegen sehen wir jetzt auch ein bisschen fertig aus. Deswegen sehen wir auch so fertig aus. Die geht über, also man muss hier vom Campingplatz, also für diese 1,4 Kilometer nach Alcazar rein, den Berg hoch, habe ich den Roller nicht runtergeholt jetzt. Also man läuft ungefähr etwas über 1 Kilometer da berg hoch, kommt dann in die wunderschöne, einer der schönsten Dörfer, ne, in Spanien, Alcazar. Ja. Da gibt es dann die Route de Passarella. Unten am Fluss entlang geht ungefähr 2 Stunden, über 3 Kilometer geht es erstmal steil berg runter. Zwischen an Felsen lang, dann kommt man zu so einer riesen Höhle mit Wasser, und dann kommen diese Passarellas, also so Eisenpassagen, also so, ja, wie sagt man, ja, so Gitterlaufstäbe. In der Wand irgendwie, in der Wand, ja. Wo man dann quer an den steilen Felswänden lang läuft. Aber ein traumhaftes Panorama. Die Bilder sind fantastisch, denke ich mal, geworden. Instagram übrigens, wer Instagram abonniert hat, der hat das schon gesehen. Der hat das, ist immer kein Vorteil. Ein paar, genau, ein paar Bilder. Und wenn ich euch die Bilder gezeigt habe von der Runde, dann habe ich noch mal eine kleine Platzrunde hier gedreht. Und die spielt dann hinten auch noch mal rein. Ja, wir sind also... Wir verlinken den Platz auch dann. Ja, wir blenden natürlich immer wie immer alles ein. Anflug kommt, die Fahrtstrecke kommt. Sehr schön gelegen. Ein bisschen tricky mit Wohnmobilen, für Wohnmobile über 7 Meter, würde ich sagen. Ne? Ja, hier musst die Anfahrt. Ich habe ja gesehen, ich habe die Anfahrt ja gefilmt, da ist ein bisschen eng. Und da muss man sein. Oh, Moment, da kommt jemand. Ist immer so, wenn wir filmen. Normal. Mit seinem Quad heißen die. Quad. Lang gefahren. Das hat er mir ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht gerade. Ja, mit dem. Also, wir bleiben jetzt eine Nacht hier. Genau. Und fahren morgen weiter zum Mont Falco. Da machen wir auch noch mal eine... Das ist auch nur 60 Kilometer entfernt von hier. 60 Kilometer von hier. Da fahren wir auch auf dem Campingplatz. Da brauchen wir aber dann den Roller, weil da müssen wir 15 Kilometer anfahren. Inklusive Buckelpiste. Und wenn das so klappt, wie bisher alles geklappt hat, gibt es auch noch mal eine fantastische Wanderung mit fantastischen Bildern. Kann ich euch jetzt schon verraten. Und danach... Relax. Zum Beach. Relax, genau. Gibt's nur noch eine Richtung, Beach. Beach, nur noch Strand. Nein, ja, wir werden auch ein bisschen noch was machen, mit dem Roller ein paar Touren fahren. Ja, aber... Weil wir sind jetzt nicht, ich kann auch nicht, also ja, einen Tag mal am Strand liegen vielleicht, aber nicht nur. Nee, aber weißt du, ein bisschen auch mal erholen ist ja auch mal nicht schlecht im Roller, aber richtig Erholung. Doch, schon. Wir haben ja schon 2300 Kilometer mittlerweile gefahren. Ja, 2300 Kilometer locker. Ja, aber die kamen mir aber nicht so... Schlimm vor. Nee, aber mittlerweile jetzt knapp 6 Tagen. Ja, aber juckt auch ein bisschen bei uns immer, ne? Wir sind vorhin hier angekommen, und dann haben wir erstmal gedacht, okay, trinken wir erstmal einen Kaffee, ruhen ein bisschen aus, ein bisschen was essen. Wir wollen ja eigentlich die Wanderung, ja komm, machen wir die. War vielleicht nicht ganz so optimal, weil wir haben wie auch hier, genau wie jetzt im Moment in Deutschland, ist sehr heiß, also für Mai unheimlich heiß, 30 Grad, und dann so eine Wanderung in der Mittagshitze zu machen. Wir hatten Getränke dabei, ne? Aber muss nicht sein. Ja. Und wenn ihr die Bilder seht, die Geier haben schon gekreist, das ist kein Scherz. Ja. Die haben nur darauf gewartet, dass wir uns da hinsetzen. Ja. So, okay? Okay. So, wenn euch das Video im Anschluss gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das alles so findet bisher. Und Kanal abonnieren, kennt ihr ja, kostet nichts und tut auch nicht weh. Ansonsten würde ich sagen, wir beiden sind jetzt raus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.
hallo. Wir starten jetzt zu unserer heutigen Wanderung. Und zwar, ich lese mal wieder ab, Pasarelas de Alcázar. Ist ein Rundweg, circa 3 Kilometer lang. Wunderschön, zeigen wir euch. Kostet pro Person 4 Euro Eintritt, aber diese lohnen sich auf jeden Fall. Und anschließend hier noch einer der schönsten Städte Spaniens, Alcázar, die Innenstadt, zeigen wir auch noch Fotos von. Wunderschön, und dann werden wir auch einen Kaffee trinken. Fragen aller Fragen. Kommt man da trocken durch oder nicht? Ich glaube nicht. No way. Versuch mal. Oh, bisschen nass. Ist auf den Knochen. Mal einer, wir Menschen stammen nicht vom Affen ab. Ist klar. Warm rein, Gefahr! Da sind sie wieder, meine geliebten Höhlen! Total abgesteckt hier. Rumble in the jungle. Also, die Pasarelas, der absolute Burner.
So, wir haben jetzt gleich den letzten Sektor erreicht, also am Rückweg. Da gehst du mal steil berghoch, durch die Hitze, durch die Sonne. Hinter mir, oben, ganz schön zu sehen, Alcázar, wunderschöne Altstadt, habe ich ja schon gesagt. Und darunter die Pasarelas, diese, ja, was ist das denn eigentlich so? Stahl, Gitter, weiß ich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall der Weg da unten, ja. Treppen, glaube ich, ne? Pasarelas heißt, glaube ich, Treppen. Ja, total schön. Ja, und die Geier warten schon hier, ne? Oder? Also, da ist ja hier, da oben fliegt der Geier. Da hinten sind Geier. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck zu trinken. So. Und gleich Kaffee. Kaffee Olé. Aber doch, bis wir da oben sind. Dauert noch. Wie eine Wüste, 30 Grad. Ja. Also wirklich, also für Mitte Mai, wir haben heute den 14. Mai. Ist Wahnsinn. Haben uns aber auch die Einheimischen erzählt, ist normalerweise nie so warm. Auch die Flüsse, die haben jetzt schon weniger Wasser als sonst in den Jahren. Ja, ist so wie es ist, ne? So. Ist bei uns ja nicht anders, habe ich gehört im Moment. Auch sehr heiß, auch nicht nochmal. Keine Eisheiligen, Heißheiligen. Bis später. Da oben, seht ihr, ne? Der Geier, der kreist schon. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Guck mal da, der ist gerade schon, da komm da. Guck mal, der hat uns schon im Visier, Barbara. Guck mal, wie er guckt. Noch ein Geier und da ganz viele da oben. Das sind Geier. Die haben Lunte gerochen. Die letzten Meter, Finale Grande. Ja, das reicht doch für heute wieder allein. Vor allem jetzt die Hitze, ne? Die Mittagshitze. Schöne Olivenbäume. Aber die sind ja selber schuld. Ja, da sieht man schon so ein bisschen durch. Alcázar. So, Tour geschafft. Und jetzt? Fanta Lemon. Erstmal keinen Kaffee. Kaffee nachher am Platz. Aber du siehst aus wie eine Tomate. Ich weiß. Ich weiß doch, die Brille ist auf. Guck mal, wie ich aussehe. Stimmt hier ganz weiß, ne, oder? Ja, noch nicht. Noch nicht, er kommt noch. Also. Ich bin voll fertig. Ich freue mich jetzt auf. Ich würde sogar jetzt eiskalt duschen gehen. Die Geier haben schon gekreist. Ja, da danke, waren wirklich danke, Geier. Danke. Ihr habt schon lecker Schmaus gesehen. Wir haben ja so heiß im Moment. Und dann natürlich, wir Deutschen, ne, in der Mittagshitze, macht kein anderer. Um 1:30 losgelaufen. Ja. Selbst schuld, würde ich sagen. Ne? Ja. Und jetzt sitzen wir hier, aber der Frank, der kann euch mal zeigen, wie schön das hier ist, wo wir sitzen. Da ist nochmal der Ort. Ja. Lass uns auch die Tapaskarte mal geben. Aber gucken wir mal, ne? Hier unten Olivenbäume ohne Ende. Ja. Und hier ist Samstagnachmittag natürlich gut was los. Wir sind die alle auf Achse. Ja, muss man mein Handy rausführen. Hat gerade irgendwie sich bewegt. Bisschen Brot. Oliven. Mahlzeit. Kartoffeln kommen noch und Aioli auch. So, jetzt die Bilder vom, wie versprochen, vom Platz in Camping Alcázar. Da drüben so ein kleiner Laden. Restaurant, eine Tankstelle, aber ob die in Betrieb ist, weiß ich noch nicht. Ist in Betrieb. Empfehlen die alle das Restaurant? Ist direkt vis-à-vis vom Campingplatz. Getränkeautomaten. Ja, Getränkeautomaten. Dahinter ist wohl so ein Biergarten noch. So, hier ist der Eingang zum Campingplatz. Wir sind von da hinten gekommen heute Morgen. Nee. Ja, und dann ist direkt hier vorne an. Die Rezeption, Trampoline. Da vorne ist auch noch ein Schwimmbad, aber hat auch noch zu, ne, obwohl die Temperaturen passt werden. Ja, aber Mitte Mai ist also ja. Schon sehr warm. Ja, da war noch geschlossen, ne? Ja. Okay.
kleiner Supermarkt da vorne. Aber die Brötchen hat die Barbara bestellt, genau. An der Reetze. Kann man vorbestellen. Wo wir die jetzt morgen früh abholen müssen, werden wir ja sehen. Entweder im Supermarkt oder an der Rezeption. Hier ist die Abfallentsorgung. Genau, Abfalleimer. Jetzt gucken wir mal, ob wir unseren Platz direkt wiederfinden. So, schöne Aussicht. Genau. Hier für kleinere Camper. Und auf der rechten Seite, kann der Frank mal filmen, sind ganz viele so Chalets, die man mieten kann. Da sind sie. Und wie man sieht, unheimlich viele Olivenbäume. Sehr schön. Das wächst hier wie Unkraut. Ja, genau. Kleinere Camper oder auch Zeltplätze hier, ne? Da muss ich auf die Karte gucken. Aus wie ein Parkplatz. Ja, aber wir verlinken ja die Adresse. Für Autos. Wenn die hier in der Chalet, die haben auch Parkplätze da. Dann sind auch hier einige Dauercamper. Hier Picknickplatz. Und da müssen wir rein, ne? Einen weiter. Einen weiter. Da hinten sind offene Duschen. Die zeigen wir gleich noch. So. Dann hier gibt es mehrere Wasserstellen. Hier ist einmal zum Beispiel eine. So, hier müssen wir rein. Und da hinten stehen wir schon. Achso, ihr müsst einen Adapter mitnehmen, ne? Für die normale Steckdose. Ja, also normale Steckdose wie bei uns zu Hause. Da muss man für die Trommel, das ist kein nicht der Dreierstecker, sondern der ganz normale Zweierstecker. Da steht GA hinter dem schönen, dicken, fetten Olivenbaum. So, hier sind Außenduschen, Duscher. Wow. Ja, das sieht natürlich nicht so prickelnd aus. Alter Schwede, was ist das denn? Also ich glaube, nee. Das ist nicht mein Humor. Ich schätze mal, die werden drin. Werden drin. Hier ist das. Gucken. Ja, genauso Schitte. Ach, stellt die Bäume an. Traum. So, hier ist das Sanitärgebäude. Entschuldigung. Mein Gott. Ja, lerne ich ja auch noch mal. So. Hier ist Männers. Boah. Ich habe meine Sonnenbrille. Ah, werde Licht. Pissoirs. Waschbecken. Boah, ich sehe kaum noch eine Nütze. Naja, zumindest eine Brille drauf und Deckel. Klopapier, Sauna. Also einfache Toiletten geht eigentlich. Ein bisschen in die Jahre gekommen auch, aber was soll's. Dann haben wir hier. Hier sind Duschen. Sind dunkel hier alles. Ah, Kontaktmelder. Naja gut, hier kann man duschen. So. So. Zum Waschen. Geschirrspülen? Nein, so zum Waschen. Hier ist zum Geschirrspülen. Haben wir hier Waschmaschine? Ist das hier ein Trockner oder was? Keine Ahnung. Oh, Mikrowelle. Kühlschrank. Okay. Sogar kalt. Gefrierfach. Das ist nicht schlecht, wenn man nichts nur Zelt bei hat. Ist halt super. Haben wir hier noch Blumen. Dusche, Water, Umbrella, Dusche, ja, keine Ahnung. Feuerlöscher. Was ist denn hier? Mal gucken. Oh, da ist Beachvolley. Kann man so einen kleinen Volleyballplatz sehe ich hier gerade, irgendwie so weit. Ah, Spielplatz.
Da hätte Frankie sich auch noch mal ein bisschen austoben heute. Nehmen wir auch noch mal lang. So, Platzrunde absolviert. Adria Twin 640 SL steht neben uns aus den Niederlanden. So, da sitzt die Co-Produktion. Internet. Sag mal, wie sieht das aus? Ah.